Hallo Leute, was geht ab? Zur 12. Folge Minecraft mit Minecraft Java Guide mit hier, heute mit Ike im Hintergrund. Servus. Leute, ich muss euch was erklären. Ihr seht schon, warum ist denn dein Loot so kaputt? Oder warum hast denn du jetzt hier nur eine Eisen und eine Dings? Das ist eine gute Erklärung. Und zwar hatte ich eigentlich eine Höhlenfolge aufgenommen, wo ich in den Nether gegangen bin. So, nun war es aber halt das Problem, ich bin ständig gestorben. Gefühlt an die 20 Mal, Leute, ich habe fünfmal mein Eisenloot gefühlt verloren. Musste mir einmal sogar neues Loot machen, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf habe. Und einmal bin ich auch in eine Lava reingeknallt. Ja, heute geht's aber nochmal in den Nether, weil ich habe mir hier was überlegt. In der letzten Folge. Also, ach, übrigens, Leute, ich habe ja in der vorvorletzten Folge, also die letzte Folge eigentlich für euch, die auf YouTube ist, da hatte ich ja eigentlich. Hier. Das ist. Da hatte ich ja eigentlich mein Loot verloren gehabt, ne? Das wisst ihr ja, glaube ich, noch. So, und das war halt das Ding. Das habe ich halt wiedergefunden. Dank Eike, ne? Haben wir Ja. uns das Video nochmal angeguckt am Ende und dann haben wir nochmal gewusst, wo es wie gesagt war. Hier wollte ich mir so eine kleine Nether-Ecke bauen, wie gesagt. Hier ist wie gesagt die Hölle. Hier ist die Dia-Picke, wie gesagt, drinnen und so. Und hier ist auch noch ein bisschen Loot drinnen, was ich wie gesagt hatte davon. Ja, heute geht's nochmal rein in den Nether. Weil, ja, ich habe auch mit den Piglinsen da ein bisschen getradet, deswegen ist mein Gold auch komplett weg. Und da hatten die mir so ein bisschen Wein Obsidian, glaube ich, gedroppt und hier so ein bisschen hier. Wie nennt man das? Eine Feuerkugel, genau. So, ich muss mir jetzt hier nochmal, ihr wisst schon, was machen. Ich muss mir jetzt hier nochmal eine Axt machen, ne, Eiger? Das wollte ich noch machen. Und ich brauche noch ein bisschen Holz. Also da muss ich auf jeden Fall nochmal hinterher sein, dass ich hier noch ein bisschen Holz kriege und so. Weil ich bin wirklich komplett lost hier unterwegs. Habe ich hier irgendwo noch ein paar Sticks drin? Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch ein paar Sticks drin habe. Ich kann mir hier noch ein paar machen, wie gesagt. Da kann ich mir noch eine Axt herstellen, weil das ist, glaube ich, ganz schlau, wenn man das macht. So. Und ja, und diese komischen Hoglins da, ne, die haben mich einfach angegriffen, ne? Die haben mich random angegriffen. Ständig. Ah, hier war auch noch ein bisschen was drin. Und da war einfach ein bisschen scheiße, die letzte Folge. Also die letzte Folge hat mir überhaupt nicht. Also die Folge, die habe ich auch nicht. Die werde ich auch nicht auf YouTube hochladen, weil ich da ständig gestorben bin. Das hat auch keinen Spaß, fand ich, gemacht. Weil ich da ständig gestorben bin, ne? Ja. Da macht es ja auch keinen Spaß ständig denn. Wenn man dann ständig stirbt, vor allen Dingen auch und so. Hat einfach keinen Bock gemacht. So. Ich werde mir trotzdem nochmal einen Goldhelm machen, weil das hat seine Vorteile, weil Eike hatte mir erzählt, dass die mich dann nicht angreifen. Irgendwie. War das nicht irgendwie so, dass sie mich Ja, dann. aber nur die, mit die traden können. Ja, nur mit denen du traden kannst. Die greifen mich dann nicht an. Aber die Hoglins, da müssen wir, wie gesagt, richtig aufpassen, ne? Dass die nicht kommen und uns da wegschlachten, da na. Dings. So, ein Schild wäre vielleicht auch mal ganz schlau, sich zu machen, aber da. Ich bin ja wieder maximal lost hier unterwegs, also. Da glaube ich, wird es nicht werden. So, ich mache mir jetzt hier nochmal einen Goldhelm. Warum man hier Goldhelm? Fünfmal Eisen. Fünfmal Dings. Perfekt. So, jetzt kann ich mir einen machen, einen Goldhelm, weil ich brauche unbedingt einen. Dass ich eine Goldkappe. Hier haben wir eine. Goldkappe. So, dann kann ich den Eisenhelm ja eigentlich mal hier reinmachen, weil den kann ich ja dann wieder nehmen. So, ich bin jetzt hier der König hier in der Hut hier, Alter. So. Hier ist alles okay, ich brauche nur noch ein bisschen Essen. Hier habe ich noch mal einen gebratenen Lachs dran gehabt. Ich brauche ein bisschen Essen noch, wie gesagt. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, ich nehme mal noch ein bisschen Gold mit. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen traden da. Ich gehe jetzt. Wo habe ich meine Angel? Habe ich die meine. Wo habe ich meine Angel hingemacht? Ich habe da doch mir mal eine Angel gemacht gehabt. Irgendwo hatte ich mir mal eine Angel gemacht. Oder ist sie da drinnen noch? Die ist safe noch. Da bei diesem Fischerhaus. Ich gehe mal hin und angel mir mal noch ein paar Fische. Ich glaube, das ist eine ganz kluge Idee. Oder wir. Ah, da haben wir noch. Ah, da haben wir sogar noch ein paar Tiere. Wir töten mal noch ein paar Tiere, weil, wie gesagt, ich brauche unbedingt noch was zu futtern. Wie gesagt. Aber wirklich die letzte Folge, die nicht auf YouTube ist, Katastrophenfolge, oder Eike? Ja. Ja, sagen wir dazu nicht. Ich bin gefühlt an 10 Mal da gestorben bei diesen Hoglins. Und diese Folge, ja, die werde ich auch nicht auf YouTube hochladen, weil die. Das habe ich jetzt schon 1000 Mal gesagt, weil die ist einfach scheiße, diese Folge. So, wir gehen mal kurz zum Anglerhaus hin. Weil das Eichenholzschild nehme ich noch, dass ich mit daran schreibe noch an das Nether-Portal einfach Hölle, weil ich das einfach ganz gut finde, wenn ich das noch mache. Wird eine längere Folge, weil ich einfach die Nether-Dings noch ein bisschen schöner machen wollte. Und da drüben sehe ich auch was, was wir essen könnten, also Melonen. Die könnten wir auch mitnehmen, so ein bisschen zum Snacken, oder Eike? Ja. Auch ganz gut. Dann mal noch ein paar Fische. Oh, ein paar Fische. Bauen wir alles mit jetzt hier. Ein Fisch. Komm, dich haben wir auch. Okay, super. Ich könnte ja auch noch ein paar Fische hier holen, weil das wäre, glaube ich, ganz schlau, wenn ich das machen würde. Gibt's hier irgendwo noch ein paar Fische, bitte? Ach, Mann. Ich brauche noch mal eine Folge, wo ich mich wirklich in die komplette Folge nur um Nahrung kümmere, weil ich bin ja hier wieder maximal lost unterwegs.
ohne Nahrung und alles kannst du einfach kein Minecraft spielen. Ja? Wenn irgendwas passiert. So, ich halte mich aber auch wirklich nur darauf, dass ich so ein paar Materialien noch aus dem Nether abbaue und mal nochmal gucke, so was da abgeht, wie gesagt. So, ja, in der nächsten Folge gucken wir mal, da werde ich mir wahrscheinlich wieder irgendwas Tolles bauen. Oder einfach die Nether-Insel da weiterbauen, den kleinen Abteil, den ich mir da noch bauen wollte, ne? Eike? Ja. Der wird wahrscheinlich weiter oder so gebaut. Irgendwas wird kommen in der Beziehung. Also ihr werdet YouTube-technisch auf dem neuesten Stand, wie gesagt, sein, was bei mir abgeht im Moment. Also hier vor allen Dingen auch in der Minecraft-Welt und so. Aber ich werde mir, glaube ich, auch mal, das ist auch ganz schlau, Leute, ich werde mir, glaube ich, mal noch eine Schere mitnehmen, weil dann kann ich mir auch diese komischen Nether-Dinger da abbauen, ne? Die Nether-Ranken und so, ne? Mhm. Im Nether, da sind ja so Ranken, Eike. Weißt du, was ich damit meine? Ach, die? Ja. Und die will ich mir auch mal mitnehmen und alles sowas. Ich glaube, so ein paar Rosen könnten auch gut passen, wenn wir die noch mitnehmen, weil die könnte ich auch noch mal hinmachen da. So, und das würde eigentlich ganz gut passen. Dann nehme ich mir die auch noch mal hier mit. Schön. Ja, 6. Komm, machen wir 7 draus. So, dann gucken wir mal nochmal. Aber eigentlich ist hier... Ah, oh, hier sind noch ein paar Chickens. Die können wir auch nochmal mitnehmen. Ein bisschen Essen will ich haben, ja. Also es muss halt nicht so übelst viel sein, aber so ein bisschen Food muss am Start sein, würde ich mal sagen, wenn wir da reingehen, ja. So, ich mache mir jetzt mal... Ich glaube, ein Schild weiß ich jetzt nicht, weil ich habe wirklich so viel Eisen jetzt schon wieder verbraten. Also da ist echt scheiße momentan bei mir mit Eisen. Ich ja so oft letztes Mal gestorben bin in der Folge und dann, ja, dann hatte ich diese Truhe auch dahin platziert, die ich vorletzte Folge drin hatte, wo ich gestorben bin. Einfach daran, dass ich einfach meinen Looter wieder rauskriege, ja. Also das war echt eine mega loste Folge. Ich gehe mal meine tolle Bahn wieder hoch. So, hab jetzt, glaube ich, ein bisschen genug Essen. Wir haben jetzt hier dreimal Dings, noch ein bisschen Chicken und so. Ja, das reicht. Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht auf Spanner tun, deswegen reicht das, würde ich sagen. Ich glaube, das ist okay. Eike, bist du schon mal in den Nether gegangen? Also bist du wirklich, hast du auch schon mal eine Nether-Festung und sowas gefunden? Ja. Ich glaube, bei mir wird das nicht möglich sein, eine zu finden, weil da kann man sich... Kennst du Tipps, wie man sich nicht verläuft im Nether? So richtig? Also so... Ja, perfekt. Ich glaube, wir werden mal die ganzen Bäume darum freimachen, Leute, weil dann sehen wir wenigstens, was immer abgeht. Ich brauche eigentlich... So, hab alles. Bisschen Zombie-Fleisch könnten wir auch noch zum Essen mitnehmen. Ach, diese Lore, ey, die ist immer falsch. Die soll hier draufstehen. Genauso soll die dastehen. Und nicht anders. Auch übrigens, die Truhen haben sich wieder resettet. Die sehen jetzt wieder so aus, ja. Weil die waren ja mal anders. In diesem Weihnachtslook. Und das, da, Eike, weißt du noch? Ja, ich weiß. Die haben sich jetzt hier überall wieder resettet. Eigentlich ganz cool. So, Zombie. Eher eine Schere. Genau, habe ich noch irgendwo eine angefangene Schere drin, weil das... Ja, will ich noch mal gucken. Eine Schere, so eine angefangene. Oder hatte ich die auch letztes Mal verloren? Weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls nehme ich mir hier noch mal eine mit. Ach, hier ist die Angel. Oh, ich bin lost. Perfekt. Ich bin wieder maximal lost. Achso, die habe ich ja letztes Mal verloren, wo ich da reingegangen bin. Stimmt. So. Essen nochmal ein bisschen jetzt braten hier. Bisschen auf Lostness hier nochmal. Ach, warum wollte ich... Eike, guck mal, was ich gerade machen wollte. Melonen da einfach rein. Kann man denn so lost sein? So, Fisch. Ah, ne, erstmal machen wir das. Erstmal machen wir das rein. Ich glaube, das passt erstmal besser. Und hier machen wir auch noch was drauf. Hier machen wir mal die dreimal Fisch noch drauf. Komm mal hier noch aufs Feuer rauf, aufs schöne Lagerfeuer. Qualmt da alles richtig schön rum da. So. Ein Steak haben wir schon mal. Ich will nur ein bisschen vorgesichert sein. Ja, falls wieder irgendeine... Es wird eh wieder irgendeine Scheiße passieren. Das ist wieder bestätigt. Das ist von mir bestätigt, dass wieder irgendwas passieren wird. Oder, Eike? Irgendwas wird doch eh wieder passieren in der Folge. Naja. Wenigstens bin ich jetzt recht gut vorbereitet. Und wir werden auch nochmal in einer Folge nochmal wieder in die Höhle müssen, weil... Ja, da werden wir wieder ein paar mehr Dias finden müssen und noch ein bisschen Eisen, ja. Ich brauche ja einiges hier noch. So, jetzt werde ich nochmal... Jetzt werde ich mal das Schild hier ran machen, weil das... Ja? Guck mal. Was ist denn? Ah! Hast du denn... Wie stellt man sich eigentlich so eine Kerze her nochmal? Du brauchst Honig und, Fäden. Ah, so. Ja. Einfach hier Hölle. Hölle oder... Nether halt, ne? So nennen wir das einfach mal. Einfach mal so ein Schild noch ran. Eike, aber wie findest du den Schmied? Der ist echt cool, oder? Der ist clean, der Schmied, ja, oder? Cleaner Schmied auf jeden Fall. Clean ist der. So. Echt cool aus auch mit. Das sollen so Jalousien sein, Eike. Verstehst du das so? Dass das Jalousien sein soll? Ist eigentlich eine gute Idee, ne? Von mir gewesen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus am Nether-Portal, oder? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen was hinpflanze oder so, so ein paar Pilze oder so. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee, wenn ich das mache. Finde ich eigentlich schon so. Haben wir das auch erledigt jetzt, Leute. Und jetzt diese Kleinigkeiten machen ja, finde ich, Minecraft immer so aus. Achso, übrigens, hatte ich mal so eine Folge gemacht, wo ich den Egg and Raid geht nicht auf dem Dings irgendwie. Ach so. Weiß ja nicht warum.
Ich bin auch nicht vorher gestorben oder so, oder vielleicht habe ich auch einfach zu lange abgewartet, was ich einfach mal jetzt vermute. Nee. Zu lange abwarten gibt's ja nicht dann. Keine Ahnung. Irgendwann muss der Content Ah, weiß ich nicht. Es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Da ist das dreimal Hühnchen drin. Und wo, was haben wir noch? War mal Hühnchen. Was wollte ich noch? Jetzt hier. Mann. Was wollte ich noch hier? Da noch irgendwas. Irgendwas wollte ich gerade noch machen, aber ich habe gerade vergessen, was. Ich sehe auch gar nicht durch in so einer fetten Truhe irgendwie. Das ist. Ein Ei haben wir noch drin. Ein gutes Ei. Ah, so, hier haben wir den ganzen Fisch noch. Dreimal Fisch, das reicht jetzt, würde ich sagen. Das reicht, um in den Nether zu gehen. Du kannst nur nachts oder während eines Gewitters. Oh, es ist doch nachts, ey. Das hasse ich immer in Minecraft, wenn man immer nicht schlafen kann, ey. Das ist so nervig. So, jetzt. Jetzt rein da, Leute. Ich brauche auch endlich mal. Ach, das wollte ich mir ja noch machen. Ein Verzauberungsdings. Ich bin so ein Losty, ne? Kannst du dir machen? Ja, wie denn? Ach so, stimmt. Ich wollte das ja noch machen. Naja. Also, die das habe ich, aber da muss ich irgendwann nochmal da in diese Höhle, da keine Ahnung. Wenn ich jetzt den Stein hier unten abbaue, ach, das würde auch kacke aussehen. So, Leute, seid ihr bereit, in den Nether reinzugehen? Seid ihr bereit? Ich bin es jedenfalls. So, rein jetzt da. Für euch, ich war ja in der letzten Folge, wie gesagt, drin und das war so eine loste Folge. Ach, da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. So. Ich bin wieder drinne hier. Man sieht schon Glowstone-Staub und das sieht eigentlich ganz cool aus. Und von diesen Hoglins, ne, müssen wir uns echt fernhalten, weil die greifen einen an. Ja, also da halten wir uns mal am besten fern von, weil die sind echt ein bisschen eigenartig nervig. Also da ist schon wieder so einer. Ein Hoglin. Die rennen hier auch überall rum. Ja, ist das Problem. Die sind ja wirklich momentan überall hier. Irgendwo. Im Gebiet hier. Siehst du, die können einen echt ganz schön angreifen oder so. Naja, wir bauen jetzt hier mal ein bisschen Holz ab, weil wir brauchen unbedingt ein bisschen Holz. Das wollte ich eben mit rausnehmen in den, von den Nether jetzt so. Ein bisschen Glowstone will ich auch noch mal ein bisschen rausmachen, weil das sieht ja eigentlich auch ganz cool aus, dieses Glowstone, oder? Mhm. Nehmen wir auch mal mit jetzt hier. Das sieht eigentlich cool aus, finde ich. Ich finde auch, dass diese ganzen Farben hier von diesem Holz und so sehen einfach cool aus. Es hat irgendwie was. Und zugeben, oder? Mhm. Wie viel, Eike, kannst du mal nachgucken, wie viel Obsidian man braucht dafür? Vier. Oh, nein. Vier Obsidian, alles klar. Vier. Jetzt greift mich hier schon wieder so ein Hoglin an, so ein kleiner nerviger. Also ich gehe mal raus, ganz kurz. Mhm. Weil ich will es ja, ich will mich nicht so lange hier drin aufhalten, ja, sagen wir mal so, weil es sind manchmal ein paar Dinge passiert, die wollen wir nicht wiederholen. Oh, Ranken habe ich auch ein paar, okay. Guck mal hier, diese Karmesin-Dings. Da wollte ich eigentlich so ein bisschen hier auch noch hinmachen, so. Hier auch noch, kommt auch noch mal so ein bisschen davon hin, wie gesagt. Und jetzt brauchen wir noch, weißt du, was wir noch brauchen? Jetzt brauchen wir die Schere, weil ich will ja, eine Sache will ich ja noch machen. Ich möchte ja noch daraus ein bisschen so eine Blätter machen oder so. Mhm. Was das sind. Nee, das sind, was ist denn das, was sind denn das eigentlich immer für Ranken oder was das sind? Ja, die nehme ich mir mal mit, die Ranken, die wollte ich mir eh mal mitnehmen. Komischen Ranken oder was das sind hier, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ah, da haben wir so einen Bre, den Typen meine ich da oben und mit dem können wir jetzt mal traden. Da gehen wir mal hoch und traden dem mal irgendwas hin. Ja, ist extrem gefährlich hier, also Leute, also das ist nichts für schwache Nerven hier, also so kann ich dazu schon mal sagen, ja. Das ist nichts für schwache Nerven hier. Wie baut man die überhaupt ab? Hier damit oder wie baut man die ab, diese Blöcke? Ja. Hast du doch gerade bekommen? Diese komischen Netherwarzenblöcke, da weiß ich doch nicht, was das ist. Das ist mir auch egal. Oh. Ja, es hat ihre Kettenrüstung gedurft. Oha. Ah, hier. Ach, das geht. Diese Karmesin-Bretter kann man craften. Boah, sind ja mal mega cool. Ich finde die cool irgendwie. Die haben was, oder? Mhm. So ein kleines Netherhaus könnte man sich ja auch mal bauen im Nether. Eigentlich ganz cool aussehen. Also ein Netherblock hier.
Wo ist dein Rüstung? Wie jetzt Rüstungsständer weg? Na, ich hatte da einen Rüstungsständer zu Ach so. stehen und der ist jetzt einfach weg. Ist ja komisch, oder? Also manche Dinge kann man echt nicht erklären. Wo kann man jetzt diese Ranken ranhängen? Ranmachen. Ah, geil. Oh, das sieht ja mega geil aus, diese Ranken. Oh, das sieht schön aus. Guck mal, Eike. Ja. Wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen mehr davon hinmache, aber diese Pilze können wir auch noch ein bisschen verteilen. Kennst du diese Wirrpilze? Ach, die hier? Ja. Sind irgendwie cool aus, finde ich. Die haben irgendwie was, finde ich. Irgendwas Geiles haben die an sich. Digga, der Schmied, ey, der, guck mal, der ist hier einfach der Schmied. Einfach der Schmied hat einfach sein Haus hier gefunden bei uns in der Hut. Warte mal. So, hiervon wollte ich jetzt auch noch was hinbauen. Da wollte ich jetzt neben dieser Truhe hier noch so ein Dings hinbauen. Aber. Ich wollte eine Sache noch machen. So wollte ich es machen und dann irgendwie so noch. Und dann irgendwie so hoch. So eigentlich. Das ist eine coole Sache. Das ist ein recht verbuggt, dieser Baum, aber der hat was. Verbuggt, aber hat was. So, jetzt kommt hier noch so ein paar Rosen hin. Die wollte ich ja noch hinpflanzen. Die können wir ja noch hier mal so eine kleine Reihe hinmachen. Hier nochmal eine. Da eine. Machen wir hier nochmal so eine kleine Rosen. Hecke, keine Ahnung, hin, weil die sieht ja eigentlich ganz schön aus, ne? Ja. Können wir nochmal hinpflanzen hier so ein bisschen. Ganz entspannt. Ich wollte nochmal mit diesen einen Zombie-Zicklern da nochmal traden, weil ich will nochmal gucken, was der mir gibt jetzt hier. Ah, servus. Diese Hoglins, ne? Ich habe wirklich Schiss vor denen. Das sind so Viecher, vor denen ich absolut Respekt habe und Schiss. Diese Pilzlichter auch mega cool irgendwie. Nehme ich mir nochmal mit hier, diese Pilzlichter. Guck mal, diese Pilzlichter, kennst du die? Sind mega cool, diese Pilzlichter. Die kann man sich einfach aus dem Nether holen. Dann kann man die irgendwo ranmachen und dann hat man Licht. Immer, ständig. Ist eigentlich ganz cool. Oh, ein großer. Ja, so ein Baby. Ah, da haben wir. Ach so, da haben wir so einen. Guck mal hier, Junge. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich droppe dir das jetzt. Ey, ey. Oh, ey, warum greifen die mich an? Das verstehe ich immer nicht. Die greifen einen random an, wenn man da reingeht. Mhm. Muss man, glaube ich, aufpassen, oder? Einfach aufpassen, so. Ja. Die ein bisschen Schaden hinzufügen. So, jetzt diese Pilzlichter. Die kann man einfach hier irgendwo ranmachen. So. Diese Pilzlichter sind echt mega cool. Die könnte man jetzt einfach hier in so einen Baum ranmachen, dann hat man Licht. Mal hier so einen ran. Mal hier einfach oben so einen ran. Dann hat man einfach mal Licht. Nicht ganz cool, diese Pilzlichter, finde ich. Die haben schon irgendwie was. So, jetzt kommen, jetzt bauen wir noch ein paar Ranken ab, Leute, weil das habe ich echt nötig. Ein paar schöne Ranken, ey. Komm. Komm mal rein da. Ja, dann bauen wir noch mal ein paar Ranken. Ey, man kann auch so einen Feuerschutztrank kriegen, ne, von so einem komischen Pickel im Brie, oder? Mhm, hab man bekommen. Habe ich sogar schon mal. Alter. Junge, der kämpft. Guck mal, die kämpfen. Mhm. Komm mal her, Bruder. Komm mal her. Komm mal her, Bruder. Drop mir mal bitte was. Komm mal, bitte. Bitte drop mir was davon. Bruder, lass mich in Ruhe. Ey, kann der mir jetzt mal was droppen, Junge? Ich hab denen was gegeben, Alter. Hallo. Lass mir mal was droppen, Junge? Ich hab dir Gold gegeben. Hallo. Können wir mal irgendwas Gutes tun, Junge? Ey, das ist ehrenlos jetzt. Ich hab den Typen was gegeben und er gibt mir nichts mehr zurück. Echt? Ja? Hat er es denn schon aufgesammelt? Ja, einen hat er aufgesammelt. Hier, ich geb dir nochmal was. Komm, komm her. Bruder, komm her. Gib mir bitte was davon. Ah, der hat mir was gegeben. 16 Schwarzstein. Komm her, ich geb dir noch was. Komm her. Bruder. Bruder! Komm her. Bitte. Was gibt er mir? Komm, gib mir bitte was Gutes. Ah, hier. Seelensand hat er mir gegeben. Das ist auch cool. Ich geb dir jetzt noch was. Ich brauche das, Digga. Ich muss mit dem Typen traden. Gib mir noch was, bitte. Gib mir noch bitte noch was. Komm. Gib mir bitte noch was. Komm. Ich glaube, man kann nur zweimal mit einem traden, oder? Komm, nimm das. Guck mal, der hat jetzt das Gold-Icon, gibt mir jetzt irgendwas dafür. Mhm. Was gibt der mir jetzt? Hat
hat mir Erz gegeben? Kies! Mich verarschen? Bruder, ich will. Gib mir bitte irgendwas. Irgendwas Gutes. Bitte. Gib mir irgendwas Gutes. Ja! Oha! Spektralpfeil. Was kann ich denn damit anfangen? Was kann ich denn damit anfangen mit so einem Spektralpfeil? Kannst du damit schießen? Ist aber voll geil. Was macht denn der? Weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Mache ich erstmal eine Truhe. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Da bin ich jetzt vorsichtig. Das ist ja voll geil, ey. Der Brie ist echt cool, oder? Da sind keine Piglins, die einen nerven irgendwie. In irgendeiner Art. Der ist ein Ehrenmann, der Typ. Der gibt einen einfach. Ey, lass mal so komplett lange mit einmal traden. Ich brauche irgendwas Gutes. Guck mal, die droppen ja voll gute Sachen. Gefühlt, oder? Ja. Finde ich schon jetzt, dass die gute Sachen droppen. Geh nochmal raus aus dem Nether. Ich brauche nochmal was. Ich mache jetzt diesen Seelensand. Ich weiß, was ich damit mache. Den werde ich jetzt auf dem Boden irgendwie platzieren. Den könnte man. Ey, das ist voll geil. Diese Spektralfeile. Was kann ich denn damit machen? Ich mach den erstmal hier rein. Seelensand mache ich erstmal rein. Das. Warte mal, ich würde mal hier nochmal ein bisschen was machen. Trauerranke. Auch den hier machen. Hier oben auch nochmal eine rein. Ey, ist das cool. Der Nether ist cool. Mhm. Ich hatte jetzt vorher vielleicht noch eine andere Meinung, aber irgendwie gefällt es mir, oder? Der hat doch voll gute Sachen gedroppt. Ich will irgendwie so lange mit dem traden, bis der mir so das Ding, das, bis er mir hier Dings gibt. Wie nennt man das? Ich brauche irgendwas Gutes von dem Typen jedenfalls. Ich muss mal da noch einen finden. Dann kann ich mit dem nochmal traden. Du weißt, was ich meine? Junge, der hat mir Seelensand. Digga, der hat diese Spektralpfeile, sehen ja mal voll geil aus. Finde ich. Ich frage mich, was man damit macht, das halt das Ding. Oder? Kann ich hier einen Goldapfel droppen oder irgendwas? Das geht, glaube ich, nicht. Mann, ich brauche noch ein bisschen Gold, ey. Schade, ey. Ich wüsste ja, wo ich nochmal ein bisschen Gold herkriege. Eine Idee. Ja, muss ich in der nächsten Folge machen. Dann kann ich hier noch ein bisschen, dann können wir noch mal ein bisschen traden da. Aber ich will die Insel noch ein bisschen schön machen. Kann ich Gold eigentlich auch finden da drinnen? Im Nether? Ob ich Gold im Nether finden kann, Eike? Ja. Eigentlich schon, oder? Ja. Ich glaube, ich weiß sogar wie. Da kann man auch so diese Goldklumpen irgendwie finden. Das geht, glaube ich, sogar. Ja. Goldklumpen kann man, glaube ich, sogar finden. Das geht. Das geht. Ein paar Pilze nochmal mit und ein bisschen Holz nochmal mit. Vielleicht bin dieser einzige Bewohner hier, der hier irgendwas klaut, Junge. Er juckt mich nicht. Ist doch cool hier im Nether. Ist doch chillig hier, wo ich respawnen bin. Ey, das ist so cool, was er mir gedroppt hat, irgendwie. Ja. Da kann man schon was mit anfangen, muss man mal ehrlich zugeben, oder? Gib mal noch ein paar Pilzlichter. Ich finde die cool, diese Pilzlichter oder was das sind. So, jetzt grabe ich mich mal hier rein. Oh nein, oh nein. Nicht dieser Fettsackvogel. Ich hasse die. Ich hasse die, ne? Du darfst nicht zu nah in ihre Nähe kommen, dann sind die aggressiv. Ja, dann werden die aggro, aber richtig. Also die andere Art von Aggro, ne? Oha. Nein! Wie hat der mich denn da jetzt runtergeschubst? Kann man. Zum Absturz. Alter, wie kann man denn so nervig sein? Wie dieser Hocklinder oder was das da ist. Jetzt wurde ich runtergeschubst von dem Typen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich find's aber wieder. Das war jetzt nicht so weit weg. Zum Glück, oder? Mhm. Oh, es wäre jetzt so übelst weit weg. Dann wär's echt scheiße. Das stimmt. Das war. Warte mal, wo waren das? Irgendwo hier hinten war das, wo ich runtergeflogen bin. Ja, hier irgendwo. Irgendwo hier ging es irgendwie mal runter. Ja, hier war dieser Hoplin. Der hat mich runtergestoßen da. Da lag, wie gesagt, mein Loot rum. Da liegt's oder lag's rum. Ich
Weiß nicht, ob ich das kann. Wie soll ich das? Könnte ich mit einem Boot da runterfahren, theoretisch? Mit einem Boot würde es gehen, oder? Wo runter? Wenn ich jetzt mit dem Boot da runterfahre, kriege ich dann Schaden? Wo runter, meinst du jetzt? Naja, und diese. Ich muss da ganz schnell runter, Eike. Naja, da ist doch da, wo er mich runter da geschubst hat. Ich muss doch da runterkommen, um mein Loot zu holen. Könnte ich da jetzt einfach für ein Dings nehmen? Also würde das gehen? Wenn ich mit einem Boot da jetzt. Kriege ich dann Fallschaden, wenn ich mit einem Boot jetzt irgendwo runterstürze? Nicht. Ich glaube nicht. Das ist echt scheiße wieder, wenn ich jetzt so viel Loot wieder verliere. Das darf nicht wahr sein. Ein Boot habe ich, so dann kann ich jetzt reingehen in Nether. Der Boot-MMG, den probiere ich jetzt einfach mal. Wo waren das? Bruder. Nein. Ey, ich schwör. Nicht schon wieder, Digga. Alter, ich kann wirklich nichts dafür. Das ist dumm, wenn ich da ständig runterfalle. Wenn ich jetzt einen Goldapfel esse, kriege ich dann hier dieses Feuerresistenz? Ja. Wirklich? Ja, wenn man Gold hat, dann ist, glaube ich, ja. Kriegt man Feuerresistenz. Nee, oder? Bei mir bekommt man Feuerresistenz. Ich probiere es mal. Ich springe da jetzt einfach mal runter und dann probiere ich es. Ich brauche mal. Jetzt muss ich da runter, um mein Loot wieder zu holen. Das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste, was mir je passiert ist. Das zu bekommen. Wo waren das jetzt hier nochmal? Es war, glaube ich, irgendwo da drüben. War denn das jetzt hier nochmal mit dieser Ecke, wo ich rum musste? Ich da gefühlt verreckt bin, Digga. War das hier? Ich glaube, hier war das nicht. Hey, lass mich, Digga. Hurensohn, lass mich mal Ruhe. Ah, hier war's, genau. Ja, was soll ich denn machen, Digga? Ich kann echt nichts machen. Ist einfach zu viel Absturz. Ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll. Die Nether ist echt die Hölle. Eine Idee, die ich machen könnte. Ist aber nicht, ob das funktioniert. Müsste ich jetzt aber aufpassen. Ich laufe mal falsch. Oh, das war hier. Hier war das. So, wenn ich jetzt hier reinspringe, dann könnte ich theoretisch schaffen. Ach, fuck. Ah, mein Loot ist, glaube ich, wieder weg. Perfekt. Nehme ich jetzt einfach mal hier, habe ich ja noch was. Habe ich nicht hier irgendwo noch eine Dings drin gehabt? Ja, hier hatte ich noch meinen Helm drin gehabt. Dann muss ich mir jetzt hier noch eine Hose craften. Ach, Digga. Immer sterbe ich in dieser Scheiße. Leute, Minecraft kann manchmal echt abfucken. Stimmt. Vor allem, wenn sowas passiert hier. Wenigstens habe ich meine Ecke ein bisschen schön gemacht. Wenigstens das. Das ist wenigstens schön, dass ich meine Ecke ein bisschen gut hingekriegt habe. Leute, ich habe jetzt noch 11 Mal Eisen in der nächsten Folge. Höhlenfolge, ist klar, ne? Ich brauche wieder Eisen, logisch. Falls euch die Folge trotzdem ein bisschen gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mir ist auf jeden Fall eigentlich gefallen, oder? Ja. Wir haben ja was geschafft. Ich bin natürlich wieder gestorben, das war klar.